Unter den Bezeichnungen Amphibien, Amphibia oder Lurche werden alle Tetrapoden oder Landwirbeltiere zusammengefasst, die im Gegensatz zu den Amnioten schalenlose Eier legen. Im Allgemeinen steht die Entwicklung der Amphibien im Zusammenhang mit Wasser. Heutzutage gibt es drei Hauptgruppen bzw. Ordnungen: die Anura, die Frösche, die Caudata, die Salamander und Molche und die Gymnophiona, die Blindfühlen. Obwohl diese drei Gruppen in ihrer Morphologie sehr unterschiedlich sind, wissen wir aufgrund genetischer Daten, dass sie eine monophyletische Gruppe bilden. Das heißt, sie sind enger miteinander verwandt als jede von ihnen mit den Amnioten. Der Begriff Amphibie deutet darauf hin, dass diese Tiere in Hinsicht auf Entwicklung, Morphologie, Physiologie und Lebensweise Anpassung sowohl an das Leben im Wasser als auch ans Landleben aufweisen. Der Lebenszyklus, der als typisch für Amphibien angesehen wird, besteht aus einem aquatischen Larvenstadium, das eine Metamorphose zum terrestrischen Erwachsenenstadium durchläuft. Viele Amphibien, insbesondere in den Tropen, weichen jedoch von diesem Muster ab und im Allgemeinen weisen Amphibien eine Vielzahl von Fortpflanzungsmodi auf. Der gemalte Scheibenzüngler Discoglossus pictus ist ein Froschlurch aus der Familie der Alytidae. Die Nominalform von Discoglossus pictus lebt auf Malta, Gozo und Sizilien und dort bis in eine Höhe von 1500 Metern. Sie wurde offenbar nach Südfrankreich eingeführt, wo sich die Tiere dann über die Pyrenäen bis ins nördliche Katalonien, also Spanien, ausbreiteten. Als Lebensraum dienen stehende und fließende Gewässer sowie offenes Gelände in der Nähe von Siedlungen und Weinbergen. Scheibenzüngler sind tag- und nachtaktiv, verstecken sich tagsüber aber meist unter Steinen. Die Art erreicht eine Kopfrumpflänge von 5 bis 7, seltener 8 cm, wobei die Männchen im Durchschnitt geringfügig größer werden. Die Unterseite ist weißlich, die Schnauze am flachen, breiten Kopf ist stumpf zugespitzt, der Körper etwas untersetzt. Die Zehen haben Schwimmhäute. Die Pupillen sind bei Tageslicht senkrecht schlitzförmig bis umgekehrt tropfenförmig. Äußere Trommelfelle sind meist nur undeutlich erkennbar. Vom Auge bis zur Schulter zieht sich ein schmaler Drüsenkomplex. Auch in der Rückenmitte befinden sich kleine Warzen und Drüsenleisten. Die Oberseite weist Zeichnung und Muster auf, die rötlich-gelblich, grün-gräulich, bronzefarben oder bräunlich gefärbt sein können. Die Art kommt dabei in drei Variationen vor: Tiere, die einheitlich gefärbt sind, Exemplare, die durch dunkle, große, hell gesäumte Flecken gekennzeichnet sind und Tiere mit zwei dunkelbraunen Längsbändern sowie einem hellen Band über dem Rücken und zwei hellen Bändern an den Seiten. Ein wichtiges Merkmal der Amphibien ist das Vorhandensein von höchstens 4 Fingern und 5 Zehen. Bei einigen Arten kann ein sogenannter Prepollex ausgebildet werden und wie ein fünfter Finger aussehen. Seine Homologie ist jedoch unklar. Viele Arten haben ihre Finger und Zehen reduziert. Und bei den Gymnophionen, den Blindwühlen und mehreren Gruppen von Caudaten, den Schwanzlurchen, sind Gliedmaßen insgesamt verloren gegangen. Die Männchen entwickeln zur Paarungszeit dunkel gefärbte Brunstschwielen an den Innenseiten der Finger und dunkle Verhornung, unter anderem im Kinn- und Brustbereich. Diese Strukturen bestehen aus Keratin. Wie bei allen Scheibenzünglern, den Alytiden, ist die Zunge scheibenförmig und mit dem Boden der Mundhöhle verwachsen. Zur Präparation des Bauchraums wird das Tier in einer Schale mit Nadeln fixiert. Thank you.
Mit einer spitzen Pinzette kann dann die Haut oberhalb der Kloake leicht angehoben werden. Mit einer feinen Schere wird die Haut dann von unten nach oben aufgeschnitten. Wahlweise kann die Haut bis zur Schnauzenspitze oder nur bis zum Brustbein eröffnet werden. Es folgt ein doppelter Y-Schnitt, der jeweils seitlich nach links und rechts an der oberen und unteren Schnittgrenze erfolgt. Die Haut wird dann vorsichtig von der Muskulatur gelöst und mit Nadeln aufgespannt. Durch die segmentierte Brust- und Bauchmuskulatur können wir bereits einige der inneren Organe sehen. Das Peritoneum, das heißt die Membran, die die Bauchhöhle auskleidet, wird jetzt mit einer feinen Pinzette leicht angehoben, damit die Muskeln mit einer Schere eröffnet werden können. Auch hier folgt der Schnitt zumindest bis zum Brustbein, kann aber auch darüber hinausgehen. Bei frisch getöteten Tieren fällt vor allem das noch oder widerschlagende Herz ins Auge. Dies ist kein Indiz dafür, dass das Tier noch lebt. Ganz im Gegenteil. Auch nach dem Tod des Tieres kann das Herz wieder anfangen zu schlagen, da dies ein eigenes Erregungszentrum aufweist, welches über mechanische Stimulation, beispielsweise über das Präparationswerkzeug, aktiviert werden kann. Auch besonders markant ist die zweilappige Leber im Bauchraum. Im eröffneten Bauchraum ist besonders die Leber auffällig. Die Leber ist in Abhängigkeit vom Ernährungszustand grau, gelb oder braunrot bis schwärzlich gefärbt. Sie gliedert sich in zwei Hauptlappen und einem kaum sichtbaren kleineren Mittellappen, der als schmale Verbindung zwischen den beiden äußeren vom Herz verdeckt wird. Kaudal vom Herzen liegt zwischen den Leberlappen die gelblich oder grüne Gallenblase. Aus der Leber wird die Galle über Abführgänge zum Teil direkt in den Zwölffingerdarm abgegeben, zum Teil aber auch in der Gallenblase gespeichert. Bei frisch getöteten oder nicht bereits eingefrorenen Tieren sind die Lungenflügel zumeist noch intakt. Sie können auch mittels eines in den Mund eingeführten Glashalms, über den Luft eingepustet wird, wieder entfaltet werden. Dünn- und Dickdarm können nun vorsichtig mit zwei feinen Pinzetten nach und nach in ihrer vollen Länge ausgebreitet werden. Dazu werden die Mesenterien, die die Darmschlingen zusammenhalten, vorsichtig durchtrennt.
Im stark erweiterten Magen beginnt die enzymatische Verdauung der Nahrung. In seinem vorderen Abschnitt finden sich tubuläre Drüsen, die wesentlicher Bestandteil der Magenschleimhaut sind und deren Epithelzellen gleichzeitig Magensäure und Pepsine bilden. Nach dem Übergang des Magens in den Dünndarm wird der erste Abschnitt des Dünndarms als Zwölffingerdarm Duodenum bezeichnet. Hier mündet der von der Leber kommende Gallengang, der auch den Pankreasgang aufnimmt. Der gesamte Dünndarm ist in Schlingen angeordnet, die über ein Mesenterium mit der dorsalen Leibeshöhlenwand in Verbindung stehen. Während der Dünndarm den Hauptort der Verdauung und Resorption der Nahrung darstellt, dient der anschließende, kurze, kolbenförmig erweiterte Enddarm des Kolon insbesondere der Rückresorption von Wasser. Im Gegensatz zu Magen und Dünndarm fehlt hier die oberflächenvergrößernde Längsfaltelung des Darmepithels. Um das Urogenitalsystem besser zu erkennen und darzustellen, werden nun die Organe des Verdauungssystems entfernt. Dazu werden der Ösophagus, die Speiseröhre, oberhalb des Magens und das Rektum kurz vor der Kloake durchtrennt. So können Magen- und Darmkanal herausgenommen werden. Um die Leber zu entfernen, werden vorsichtig die versorgenden Gefäße durchtrennt. Das Urogenitalsystem liegt nun im extraperitonealen Raum frei vor. Neben der dunkelroten Niere sind vor allem die weißen Hoden markant erkennbar. Diese sind zur Paarungszeit vergrößert wie bei dem vorliegenden Präparationsobjekt. Die bandförmigen Nieren liegen unter dem dorsalen Epithel der Leibeshöhle, also retroperitoneal, rechts und links der Aorta dorsalis. An der Niere des erwachsenen Tieres kann man zwei funktionell verschiedene Abschnitte unterscheiden. Der vordere Abschnitt tritt bei Männchen mit dem Hoden in Verbindung, während der hintere Teil Exkretionsorgan bleibt. Demnach dient der primäre Harnleiter, der Wolffsche Gang, hier als Harnsamenleiter. Durch das Auftreten der Lungenatmung ist auch der Blutkreislauf bei den Amphibien komplizierter geworden. Während bei den Fischen das Herz aus einer Kammer, dem Ventrikel, und einer Vorkammer, dem Atrium, besteht, sind bei den Amphibien zwei Vorkammern, eine linke und eine rechte, ausgebildet. Die linke Vorkammer empfängt das Blut von den Lungen, führt also sauerstoffreiches Blut. Die rechte nimmt das Blut der Körpervenen auf, ist also zunächst eigentlich sauerstoffarm. Dieses Blut ist, aber weil es ja auch das sauerstoffreiche Blut der großen, von der Haut kommenden Venen enthält, ein Mischblut. Die Sonderung des über die linke Vorkammer von den Lungen kommenden sauerstoffreichen Blutes und des über den Sinus venosus und die rechte Herzkammer dem Ventrikel zuströmenden Mischblutes ist wegen der ungeteilten Ventrikel unvollkommen. Allerdings ist durch die schwammige Ausbildung des Herzinnern und durch Scheidewände des Truncus arteriosus dafür gesorgt, dass das sauerstoffreiche, von der linken Vorkammer in die Herzkammer eintretende Lungenblut überwiegend den Karotiden und der Aorta zugeführt wird. Das von der rechten Vorkammer kommende sauerstoffarme Blut wird durch diese Strukturen überwiegend in die Lungenarterien geleitet. Das Herz kann mitsamt der Lungen für eine genauere Betrachtung unter Vergrößerung entnommen werden.
Im männlichen Geschlecht liegen die hellgelblichen Hoden, die Testes, beiderseits der Median und überdecken die Nieren. Die Fettkörper stehen mit den Hoden in Verbindung. Die Hoden sind über eine dünne Membran mit den Nieren verbunden. Über diese Membran treten die feinen, spermienableitenden Vasa efferentia in den Nieren ein, wo sie sich mit den Nierentubuli verbinden. Diese wiederum münden in den Wolffschen Gang, den primären Harnleiter, der so zum Harnsamenleiter wird. Ohne eine spermienspeichernde Erweiterung mündet der Wolffsche Gang, also der Harnsamenleiter, dann in die Kloake. Der Fettkörper speichert Reservestoffe für die Ausbildung der Geschlechtszellen. Die Paarung und Entwicklung der Amphibien wird hier am Beispiel des ersten Präparationsobjektes des gemalten Scheibenzünglers veranschaulicht. Eine Besonderheit von Amphibien ist das Durchlaufen der Metamorphose während der Entwicklung. Bei Amphibien erfolgt die Individualentwicklung in der Regel über einem Wasser abgelegtes Ei, aus dem eine aquatische Larve schlüpft. Diese Larven leben im Wasser und atmen durch äußere Kiemen. Diese Larve durchläuft eine Metamorphose, an deren Ende ein lungenatmendes, erwachsenes Individuum steht, das zu einem Leben außerhalb von Gewässern befähigt ist. Zur Fortpflanzung müssen die meisten Amphibien das Wasser aufsuchen. Dies gilt auch für an Trockenheit angepasste Arten. Um das Weibchen zur Paarung anzulocken, verfügen die Männchen vieler Froschlurche über ein Repertoire von Lautäußerungen zur Revierabgrenzung und zum Anlocken des Weibchens. Die Rufe sind artspezifisch. Gleich ist ein rufendes Männchen zu sehen. Ist das Weibchen gefunden bzw. angelockt, kommt es zur eigentlichen Paarung. Während der Paarungszeit ist der hormongesteuerte Klammerreflex der Männchen sehr stark ausgeprägt, sodass sie oft ungestüm und wenig selektiv jeden in Form und Größe einigermaßen passend erscheinenden Gegenstand zu greifen versuchen. Das Männchen umklammert dazu das Weibchen mit seinen Vorderextremitäten. Die Brunftschwielen verhindern dabei das Abrutschen. Der Klammergriff zwischen Männchen und Weibchen nennt sich Amplexus. Beim gemalten Scheibenzüngler ist der Amplexus inguinal, das heißt, das Männchen hält sich an der Lendengegend des Weibchens fest. Es gibt allerdings mehrere Arten Amplexungspositionen, aber die meisten Frösche weisen heute einen axillären Amplexus auf. Das heißt, das Weibchen wird im axillären Bereich direkt hinter den Vorderbeinen umklammert. Die Befruchtung findet bei Froschlurchen vorwiegend erst außerhalb des Mutterleibes statt. Die meisten Schwanzlurche praktizieren dagegen eine indirekte innere Besamung und Befruchtung. Fast alle Arten legen Eier, sogenannten Laich, in gallertigen Hüllen ab, einige betreiben sogar eine komplizierte Brutpflege. Die aquatile Larve durchläuft nun eine schrittweise Umwandlung, die Metamorphose, zur Juvenil- bzw. Adultform. Bei Froschlurchen ist diese sehr tiefgreifend. Bei der Metamorphose werden die larvalen Organe resorbiert oder abgestoßen und die vorhandenen Anlagen der Adultorgane zur Funktionsfähigkeit entwickelt. Hormone steuern die vielfältigen Vorgänge. Wichtiger Bestandteil der Metamorphose wasserlebender Larven ist die Rückbildung der Kiemen sowie die Verlagerung der Atmung zur Lunge und zur Hautoberfläche. Die Hautstruktur verändert sich, um an Land den Wasserverlust zu verringern. Es findet ferner eine Verknöcherung vormals knorpeliger Substanz sowie eine Entwicklung von Extremitäten statt. Es bilden sich zwei Extremitätenpaare, wobei zunächst die Hinterbeine, erst Tage später die in der Kiementasche gewachsenen Vorderbeine äußerlich sichtbar werden. Bei Schwanzlurchlarven ist die Reihenfolge umgekehrt. Der Ruderschwanz der Larven bildet sich in der letzten Phase der Metamorphose bei Froschlurchen allmählich gänzlich zurück. Die Dauer der Entwicklung von der Kaulquappe zum metamorphosierten Froschlurch hängt von der jeweiligen Art und den Umweltbedingungen ab, hierbei besonders von der Umgebungstemperatur. Das zweite Präparationsobjekt
ist der erwachsen rein aquatisch lebende afrikanische Krallenfrosch Xenopus laevis. Dies ist ein Frosch aus der Familie der Pipidae, die in Afrika und Südamerika vorkommen. Die meisten Pipidenfroscharten sind vollständig aquatisch und haben zahlreiche Anpassungen an das rein aquatische Leben. Typische Merkmale, die als Anpassung an das Wasserleben angesehen werden können, sind die abgeflachte Körpergestalt, die seitlich abstehenden Extremitäten, die kleinen Augen, deren Sehfeld nach oben gerichtet ist, und das gut entwickelte Seitenlinienorgan, das bei anderen Amphibien nach der Metamorphose zurückgebildet wird. Das Seitenlinienorgan besteht aus einer doppelten, unterbrochenen Linie, die den Rumpf vom Halsabschnitt bis zur Kloake umsäumt und die Augen sowie Teile der Kloake umrahmt. Die schwachen Vorderextremitäten sind kaum in der Lage, den Körper vom Boden hochzustemmen. Die Vorderextremitäten tragen 4 Finger, die kräftigen Hinterextremitäten 5 Zehen, von denen die inneren 3 die namensgebenden schwarzen Krallen tragen. Zwischen den Zehen befinden sich Schwimmhäute. Bemerkenswert ist das Fehlen einer herausklappbaren Zunge. Für die Präparation des weiblichen Krallenfrosches wird dieser in der Präparierschale festgesteckt. Die eigentliche Präparation erfolgt, wie bereits beim ersten Präparationsobjekt, zunächst über das Eröffnen der Haut und im Anschluss der Bauchdecke. Wiederum prägnant erkennbar sind die Leberlappen und bei den weiblichen Tieren das grün-gelbe Ovar. Das mächtige, von inneren Hohlräumen durchsetzte Ovar der Weibchen steht über eine dünne Membran mit den Nieren in Verbindung. An seinem kranialen Pol inserieren die Fettkörper. Das gesamte Ovar ist von einer bindegewebigen Hülle, dem sogenannten Ovarialsack, umschlossen. Nach der Follikelreife brechen die Eier durch diese Hülle in die Leibeshülle. Dort werden sie dem weiten Anfangsstück der Eileiter zugeführt. Das dritte Präparationsobjekt ist der Axolotl Ambystoma mexicanum, ein Vertreter der Caudata bzw. Schwanzlurche. Der Axolotl ist ein aquatisch lebender mexikanischer Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche, der Ambystomatidae. Dieser kommt natürlicherweise nur in neotener Form vor. Axolotl erreichen die Geschlechtsreife, ohne ihre äußere Larvenform zu verändern und die Metamorphose zu durchlaufen, die sonst für Amphibien so typisch ist. Der Trivialname Axolotl stammt aus der aztekischen Sprache und bedeutet so viel wie Wassermonster. Die gewöhnliche Wildfärbung der Tiere ist dunkelgrau oder graubraun marmoriert. Der Bauch ist häufig etwas heller gefärbt. Axolotl sind nur in 2 mexikanischen Seen endemisch, innerhalb eines vulkanischen Beckens bei Mexiko-Stadt.
Diese Seen sind ein Überbleibsel eines ausgedehnten Gewässersystems, das heute teilweise nur noch kanalartig ausgeprägt ist. Geschlechtsreife Axolotl sind gedrungen gebaut und weisen meist eine Gesamtlänge von 23 bis 28 cm auf, seltener auch über 30 cm. Von einzelnen Tieren wurde eine Körpergröße oder Gesamtlänge von über 40 cm berichtet. Sie verfügen über einen kräftigen, seitlich abgeflachten Ruderschwanz mit Flossensäumen, die sich weit nach vorn fortsetzen. An den Flanken sind die Rippenfurchen deutlich ausgeprägt. Die Gliedmaßen sind recht kurz, aber kräftig. Am flachen, breiten Kopf findet man beidseitig jeweils drei äußere Kiemenäste und dahinterliegend mit Knorpelzähnen besetzte Kiemenspalten. Das breite Maul ist unterständig, die Schnauze ist abgerundet und die kleinen, lidlosen Augen stehen weit auseinander. Für die Präparation wird der Axolotl in der Präparierschale festgesteckt. Ebenso wie bei den ersten Präparationsobjekten werden Haut und Muskulatur mit einem doppelten Y-Schnitt durchgetrennt und somit der Bauchraum eröffnet. Die Haut bzw. die Muskulatur wird dann mit Nadeln aufgespannt, sodass die Organe freiliegen. Durch das Auftrennen der Mesenterien kann der Darmkanal aus dem Bauchraum herausgelagert werden. Eine Besonderheit, die der Axolotl etwa mit dem Grottenolm und manchen anderen sogenannten obligat-pädomorphen Amphibien gemeinsam hat, ist, dass er keine Metamorphose durchläuft, sondern sein gesamtes Leben als Kiemenatmer im Wasser verbringt. Trotzdem erreicht er die Geschlechtsreife. Dieses Phänomen wird als Neotenie bezeichnet. Ursache der neotenen Entwicklung des Axolotl ist eine evolutionär erworbene Veränderung der Schilddrüsenfunktion. Die für die Metamorphose der meisten Amphibien verantwortlichen Hormone werden beim Axolotl nicht ausgeschüttet. Durch künstliche Verabreichung des Schilddrüsenhormons Thyroxin kann ein Axolotl dazu gebracht werden, sich in einen terrestrischen, lungenatmenden Salamander zu verwandeln. Die Entwicklung des Axolotl zu einer permanent aquatischen Amphibie war möglich, da sein Lebensraum nicht austrocknete. Die Vorteile der Neotenie sind jedoch weitestgehend unklar. Möglicherweise ist es energetisch effizienter, eine Metamorphose zu vermeiden. Ein weiterer Schnitt durch Kehldeckel und Unterkiefer des Präparats ermöglicht die Sicht auf die Kiemen, welcher der Axolotl als pädomorphes Amphibium zeitlebens neben den Lungen als Atmungsorgane behält.